Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Train Fever. Und ja, ich glaube, dieses Mal beschäftigen wir uns mal mit dem Güterverkehr. Und Kreuzen ist ja schon angeschlossen. Ich würde dann liebend gern noch Ottweiler anschließen. Ist nur die Frage, ja, wie wir es machen, denn ich möchte ja später, habe ich ja gesagt, hier diesen Bahnhof durch den Kopfbahnhof ersetzen. Ah, okay, das Problem wird bloß sein. Lass mich mal kurz überlegen. Genau. Der Straßenanschluss wird auf dieser Seite sein. Okay. Das heißt, wir müssten hier vielleicht das Vorfeld noch ein bisschen ändern. Aber wir könnten eigentlich mit der Güterlinie hier unten lang. Machen wir mal das hier weg. Ja, wir könnten hier lang. Und dann hier oben oder da hinten ist ja die Industrie, genau. Okay, könnte man. Geht das? Kann man hier unten durch? Ja, okay, das ist zu niedrig. Ist klar, okay. Okay, aber das würde gehen. Bin gerade am Überlegen, wie wir den Güterbahnhof platzieren. Weil ich möchte ja später hier dann auch noch in die Richtung, ja, eine Strecke machen. Hier. Denk mal hier im Wasser entlang, hier rüber, so und dann hier rüber. Das heißt, wir könnten den Güterbahnhof schwierig. Gibt's den schon? Calling, calling, calling. Was ist das? Stimmt, das ist der neue. Ja, genau. Das ist der neue Güterbahnhof. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hier. Machen wir mal mehrere Gleise. Machen wir mal, ne, nicht drei, sondern zwei. Und oh, am liebsten würde ich ihn ja hier reinsetzen. Genauso. Aber irgendwie auch nicht. Und wenn wir ihn so reinsetzen. So. Dass wir dann alles ab hier mal abreißen. Genau. Und dann mal. Ja, so. Weil dann könnten wir hier noch drüber. Genau. Und wir kommen irgendwie hier runter. Irgendwie, ja. Der hier, das bleibt mal alles frei, bitte. Moment kurz. Moment kurz. Aber wir müssen irgendwie hier runter. Müssen hier runter, da unten vorbei.
Er hat wieder so eine scheiß Kollision. Ich muss ihn mal ganz kurz einebnen, das sieht ja echt kacke aus. Bäume können wir ja dann danach wieder platzieren. Aber das sieht einfach nur kacke aus. Wunderbar. Okay, wir müssen ganz da nach hinten. Das ist gerade krass. Das wird schwierig. Okay, so würde es gehen. So hätten wir Einfahrt mit 117. Die Runde geht ja nicht, glaube ich, gerne nur so. Okay. Nee, einspurig wollen wir es auch nicht machen. Dann gehen wir mal hier runter. Hier entlang. Hier entlang. Ja, okay, die Kurve ist ein bisschen arg. Sagen wir mal so. Okay. Was hätten wir hier? Wir hätten 140. Ja, das ist wunderbar. Halt. So. Müssen wir hier noch eine Wand hinstellen? Haben wir das schon? Ach, da wäre es gewesen. Ah, okay. Ja, genau, diese hier. Plus in kürzer, oder? Ja, plus in kürzer. Weil da rasseln ja die Güterzüge dann vorbei. So. Das sieht schon mal gut aus. Müssen wir das hier irgendwie noch angeschlossen bekommen? Würde ich jetzt einfach mal schlicht und einfach so machen. Dann geht's hier weiter. Unten am Meer entlang. Davor würde ich aber dann gerne dann. Ne, das sind ja Assets. Hier unten am Meer entlang. Perfekt. Und auch hier machen wir jetzt wieder eine Straße. Die etwa den gleichen Radius hat. Okay, das war schon mal zu viel. Das ist auch nichts. So. So. Dann müssen wir das Haus kurz preisen. Machen wir das so? Ja, machen wir so.
Da war es doch gerade. So. Genau so wollte ich's. Dann können wir hier unsere Wand, bald wo ist sie? Hier noch weitermachen. Obwohl, sieht ja auch scheiße aus, oder? Ja, es geht. Von der Straßenseite aus sieht es ein bisschen komisch aus. Und wie sieht es von der Schiene her? Ah, von der Schiene sieht es interessant aus. Aber von der Straßenseite her sieht es eher eigenartig aus. Falls sie hier noch weiterbauen wollen, mache ich einfach mal bis hier. Ja, doch, das geht. Vor allem dann hier oben. Ja, das geht. Hier ist gerodet worden. Sind die mit Kollision? Wunderbar. Und ich möchte ganz gerne in die bestehende Trasse mit reingehen. So, jetzt ist bloß die Frage, wo macht man das? Oder? Der fährt ja hier auch schon komplett ex. Fährt er komplett alleine. Können wir denn hier nicht irgendwie wieder einbinden? Oder wir lassen die Strecke bis Kreuzen einfach so, ja. Und lassen ihn dann bei den anderen auf dem Hauptgleis fahren. Müssten noch ein paar mehr Signale gesetzt werden. Vor allem hier. Habe ich da bloß einen Zug drauf gesetzt? Scheint mir irgendwie so. Wir könnten ja hier etwa wieder reingehen. Die Frage, wie ich könnte auch so ein. Ah, genau. Das probieren wir mal. Oh, ich muss immer von dem Gleis hier ausgehen. 160. So. Weil 160 fahren nach unseren ganzen Güterwägen. Aber das kommt ja dann alles später. Dann möchte ich gerne noch ein bisschen schräger. Ja, das ist gut. Ja. Halt. Moment. Das war wieder eine wunderbare Strecke durch den Wald. Finde ich echt klasse. So, jetzt wird's ein bisschen schwieriger. Würde ich das so kriegen, oder? Hätte das ganz gerne. Noch ein bisschen weiter so gerade. Also. So. Genau.
Und dann könnten wir hier in dem Winkel hier rüber. Perfekt. Und könnten dann hier wieder reingehen in die alte Straße. So. Genau. Das müsste jetzt ziemlich schnell passieren. Mit einer 140er Weiche. Okay, was wäre es hier? 113. Oh. Fahrzeug im Weg. Dann müssen wir hier noch eine Brücke bauen und dann hier wieder reingehen. Oh. Wie schnell komme ich denn hoch? Ja, dann doch schon ziemlich schnell. So. Könnte man ja schon fast so lassen, also so. Muss halt eine. Ich mach das mal so. Und dann irgendwie so rüber. Okay, das geht alles. Okay. Nee, weil dann will ich erstmal 60 soll es dann schon sein. Genau, und dann können wir hier rüber. Okay, das geht nicht. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Das geht. Das geht. Die hässliche Brücke. Okay, ja, dann machen wir wohl die hier. Au, 160er wäre halt. Hier. Okay. Da bitte aufschütten. Aber ich möchte trotzdem eine schnelle Weiche haben. Zumindest eine einigermaßen schnelle. Ja, sagen wir mal 120 geht in Ordnung. So, das wäre hier 98. Ja, wir machen hier einfach mal das schnelle Gleis schon mal. Aber das geht jetzt nicht, weil da der Fahrzeug im Weg ist. Bauen wir schon mal das erste etwas komplexere. Ja. Aber ziemlich nice, finde ich jetzt. Ja, okay, bis auf die freischwebende Brücke, aber da können wir dann leider auch nichts machen. Sind leider unten. Ja, Tür 2, wo sind die anderen? Hier eingleisig. Nein. Ja. Mal 3 hin. Hier genauso. 2. 3. Dann. Also ich mache jetzt einfach mal so, wie ich eigentlich immer Brücken baue in letzter Zeit.
Ich finde es eigentlich einigermaßen, ja, schön, muss ich sagen. Sieht nicht irgendwie hässlich aus. Aber es gibt natürlich noch deutlich mehr Leute, die es schöner bauen können. Und was ich auch manchmal sehe, es gibt Leute, die achten da darauf gar nicht, ja. Lassen es einfach so. Und das finde ich einfach extremst hässlich. Genauso wie diese Ecken hier in der Landschaft. Oh yeah, was kommt denn? Die BR1. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Ah, okay, die S-Bahn ist verfügbar. Alles klar. Oh, den ganzen Berg hier. Verschandelt. Halt. Jo, das sieht schön aus.